Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Hellblade: Senua's Sacrifice. Ich bin von Lyria Gameplays als Hobby und wir sind auch so ein bisschen auf der Brücke nach Hill und gehen auch jetzt einfach mal weiter. Es wird keine Änderung geben, ich werde jetzt Videos nur noch auf 20 Minuten drin, also versuchen immer nur 20 Minuten lang aufzunehmen. Aus dem ganz einfachen Grund, ich glaube, man hat mehr Zeit, mal einen Teil zu gucken, wenn er kürzer ist als eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde ist, glaube ich, zu lang am Stück. So viel Zeit hat man mittendrin vielleicht mal nicht. Aber zumindest bei so einem Spiel, 20 Minuten, kann man schon mal einplanen, mal kurz mal einen Film zu gucken oder ein kurzes Video. Während ich bei Pokémon Tekken X auch nur noch... The gate is opening. So ist auch so Darkness. It's coming. That song again. Is it? It's Hela. Yes, the source of the darkness. It's coming. This is your moment. I'm sorry. I can't watch this. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up and fight. Okay. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? So stupid. Everyone hates her. She's a curse. The shadow hates. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Come on. Dare. Why go on, when you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined? Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling. Song.
Oh Mann, oh Mann. Ich bin echt gespannt, wie weit das hier noch funktioniert. Jetzt habe ich ja auch gar kein Schwert mehr. Und das Vieh sah ja irgendwie schon eigenartig aus. Fast schon wie so eine riesige, unheimliche Puppe. Das Licht ist weg, also gehen wir erstmal hier. Achso, ich kann hier nur drum rumlaufen. Ja, ich war noch gar nicht fertig zu erzählen. Die letzten Pokémon-Tech-Legs-Teile, das waren ja, wo ich alle Pokémon gespielt hatte. Gut, eigentlich ist es schon lange vergangen, wenn bis ihr bei diesem Teil hier seid und guckt. Eigentlich brauche ich das gar nicht da weiter zu erzählen, weil es, wie gesagt, schon eh lang vergangen ist. Blödsinn. Willkommen bei Hellblade! Also wie gesagt, die Teile gehen noch 20 Minuten, damit man vielleicht eher die Zeit hat, mal so einen ganzen Teil zu gucken. 30 Minuten ist dann vielleicht doch ein bisschen zu lang. Ich glaube, die kann nicht mehr. Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father Zinbel made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney Plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. Wo laufe ich überhaupt hin? Ich meine, ich hatte immer noch Ausschau nach so sprechenden Runensteinen hier. Die immer so ein bisschen Story erzählen. Man will ja nichts verpassen. Hier geht's nach rechts. Ich glaube, da muss ich sowieso hin. Oder kann ich da Richtung... Okay, er ist da oben. Ich muss jetzt leider nochmal hierher gucken, aber hier ist wohl nichts. Okay. Dann gehe ich logischerweise nicht den richtigen Weg, sondern ich gehe immer logischerweise woanders hin. Das bin halt ich. Ich gehe überall hin, nur nicht den richtigen Weg, außer ich fahre dann schon überall. Ach, guck an, die Mutter. Senua. There will be times that you will feel alone and exhausted, like a strange little fish swimming against the tides ein of Lachs. The big ocean. Ich bin ein Lachs. But have the faith to let go
can let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home, and it does not ask you to swim against it. Auf jeden Fall kannst du mittlerweile relativ normal rennen. Aber wie gesagt, eine Waffe haben wir jetzt nicht mehr. Wenn jetzt ein Feind kommt, keine Ahnung. Nahkampf können wir noch machen. It's already disappeared. Nothing lives here, not even you. It's in your mind. You think you can see it, but it's in your mind. There he was. The lone figure of a boy. Saw play under the shade of a tree. She remembers the first time she saw him. To her young eyes, he moved as if dancing. Oh, jetzt ist er da hinten, oder was? And the world danced with him. The gloom lifted. And for the first time in years, she felt a ray of hope. Where is he? He's there. Under the tree. Keine Runensteine, aber Runen generell. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day, Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses him. So King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Klingt ja wie so eine Excalibur-Saga, aber nur von den Wikingern. Statt in einem Stein, in einem Baum das Schwert drin. Ich weiß jetzt nur nicht, ob diese Sage wirklich existiert. Ich kenne mich mit den Wikinger-Geschichten nicht so aus, mit den Nordmännern. Viele Wege. Ah, guck mal an, da haben wir nochmal so ein Ding. Also in dem Spiel ist sehr viel Gequatsche und Gerede. Aber interessant eigentlich. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister. And she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Hmm. Langsam zu Tode geschleckt durch den Honig. Ich weiß gar nicht, ob Wölfe Honig essen. Sag mal, wo muss ich eigentlich lang? Da hätte ich auch hochgekonnt, aber da oben ist ein Tor. Ich nehme an, da müssen wir dann hin. Jetzt denke ich mal nur wieder zurück, oder? Jupp, jetzt nur wieder zurück.
bin beim Iron Man angemeldet. Ich jogge durch die Gegend. Watching from afar, she mimicked him. Perfecting her own secret dance. Wishing those fleeting moments of light would stretch out to last. Aha. Was ist denn jetzt los? As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Siggeir, believing him dead, as his sister plots revenge. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to him. But their blood is weak and corrupted, and they're put to death by Sigmund. So his sister hatches a new plan, one that is cold of heart and pure of blood. Also interessant klingt's ja schon, wie gesagt, ich weiß. Ob die Sage echt ist? Also gab es die wirklich? Keine Ahnung. Vielleicht weiß es ja einer von euch und kann es mir in den Kommentaren mal schreiben. So sieht's auf jeden Fall schön aus. How does he so effortlessly court the wild and bliss? If only she could do the same. See the world through eyes anew and dance with it, just like he does. Traumhaft. Und dann die Musik, das ist schon schön. Könnt man träumen. Oh, da haben die Entwickler sich echt gut was einfallen lassen. Das ist echt schön. Schöne Gebäude. Sowas gefällt mir. Sowas gefällt mir generell. Scheiß Psychiater. Was haben die hier für ein Spiel gebastelt? What's your name? Senua. I haven't seen you before. I'm not... I don't leave home much. Oh. Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you, and... You... learned all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Come and watch. Bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you. Make you feel safe. It only takes an instant
Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. But her world changed the day the Northman took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, and don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here! You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No! And all your suffering will have been for nothing! Shut up! Junge, Junge, sie kann einen ja schon echt leid tun. Also das war echt heftig eben gerade dieser Wechsel wieder. Erst in diese traumhafte, wunderschöne Welt. Klar, es war nur Einbildung, das wusste man natürlich direkt, weil hier so am Strand rumlaufen, plötzlich da auf der grünen Wiese und alles schön und gut. Klar, da weiß man sofort, das ist eine Einbildung, aber die war echt schön gemacht. Gerade mit dieser Begleitmusik da im Hintergrund, das war traumhaft. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann halt eben von einem auf den anderen Moment dann plötzlich wieder alles schwarz und dann wieder hier in dieser verlassenen, gottverlassenen Gegend. Echt heftig, also dieser Kontrast, das ist nicht so ohne. Okay, wir sind über 20 Minuten, das heißt, ich werde jetzt hier halten und ja, wir sehen uns beim nächsten Teil. Morgen dann. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der Kanalseite und auf YouTube generell. Und das war Hellblade: Senua's Sacrifice mit von Löher, Gameplays als Hobby. Und ich hoffe, ihr findet das Spiel auch interessant. Also, auf Wiedersehen und tschüss.